Steuern? Da wollen die Steuern bezahlen. Umsatzsteuer gibt's nicht. Netzsteuer gibt's auch. Wie muckt das alles schwatt? Alles ohne Rechnung. Ja. So ist das. Simulationsspiele sind immer so eine Sache. Und Olli möchte bestimmt wieder den Flexibus-Simulator spielen. Nee. Nicht? Das ist schon genauso langweilig wie American Truck. Oh. Du hast doch American Truck Simulator. Ist langweilig. Du fährst ja nur von A nach B. Ja, aber so wie bei dem anderen Simulator da, oder nicht? Was? Eurotruck Simulator. Ja, da fährst du auch nur von A nach B. Machst du dir dann gekauft? Ich stehe auf amerikanische LKWs. Und deswegen ist das nicht langweilig. Du treibst eigentlich Waschi gerade rum. Ich bin bei der Baustelle. Lad gerade ab. So, kein Isoliermaterial, ne? So. Weil du musst jetzt erstmal nur Isoliermaterial da hinstellen. Ja, ja. Chris, sag mal, kann das sein, dass das Spiel Sky Saga heißt und nicht Sky Sage? Schon dasselbe vom Schreiben her. Nee. E oder A am Ende. Wow, die Typen haben schwebende Hände und Köpfe. Welche Typen? Geil sagen, ja. Was ist das, Olli? Was? Was ist Geil sagen? Ich weiß nicht, ich guck mir gerade so ein First-Time-Play an hier. Schneebären. Und wie sind das jetzt zwischen? Und Albensetzlinge. Ja, das ist ein B ist gleich. Wie schön ich die Löcher hier ausgebuddelt habe. Ja, oh, ne? Hast du gut gemacht. Wow. Was hast du mit dem LKW gemacht? Der ist doch voll am Abzittern. Jetzt müssen wir nur noch Baustelle freimachen. Sieht so ein bisschen aus wie Portal Knights. Das ist Portal Knights. Ja, die 5 Minuten, die da jetzt geguckt. Wovon 4 Minuten die Charaktererstellung waren. So, haben wir jetzt genug gemacht oder willst du noch einen machen? Mir ist es egal. Ich mich nach dir. Könnten wir uns ein neues Fahrzeug kaufen? Firmengelände, Garten, Sägewerk, Kieswerk, Fahrzeuge in der Stadt.
Nee, du fährst ja. Ja, dann fahr du. Ja, ich port mich einfach so hin. Boah, ich stehe mit Taxikosten. Was brauchen wir denn? Ein Bagger, einen großen? Ein Radlader? Eine Betonpumpe? Ein Drehbohrgerät? Ja, Kettenbagger, ja, ne? Kettenbagger, ja. Na, dann brauchen wir auch wieder einen Offlieger und eine Zugmaschine. Eine Tieflader-Zugmaschine. Und der passende Anhänger dazu ist ein Tieflader-Anhänger. Das 15.000. Ja, wenn es eine Überbreite hat, brauchst du noch ein Begleitfahrzeug, denk dran. Das kostet 100.000 die Maschine, ey, Kacke. Aber ich habe keinen Platz mehr für Fahrzeuge, wir müssen umziehen. Ja, müssen wir einfach bloß neu entdecken, ne? So, Sonderauftrag. Umzug in die Stadt. Auftrag annehmen. Vorarbeiter ansprechen, dafür muss ich wahrscheinlich wieder aufs Firmengelände. Ja, ich kann. Und jetzt Makler ansprechen, wo ist denn der? Der ist bei einer Butze. Hinfahren. Müssen wir hinfahren. Fahren wir denn mit zwei Wagen? Bist nicht? Fahr ich bei dir mit. Wow. Geldverschwender, Geldverschwender. Das ist unser Anhänger, den du da reinrauscht. Nein, ich rausche den Schein. Mach doch Color markieren. Geht hier rechts. Wir müssen bis zu dem Baustoffhändler da unten zum Stahlwerk, Firmengelände ist da unten. Wir ziehen jetzt vom Dorf in die große Stadt. Wir sind ein erfolgreiches Bauunternehmen, was nur zwei Mitarbeiter hat. Da kannst du keine KI noch mit einstellen? Nein, nicht im Multiplayer. Oh, okay. Nur im Singleplayer. Du kannst zwar welche einstellen, soviel ich weiß, aber wir können die nicht benutzen. Ich habe jetzt mal Dominik eingestellt. Hast du gerade eine Handbremse Drift um die Kurven hier gemacht? Also was du da? Oh. Boah. Tolle Handbremse. Ab und zu mal einfach nur normal bremsen. Der Eingang wäre da vorne auch gewesen. Rechts. Oh. Jetzt kannst du auch gerade ausfahren, da kommt auch ein Eingang. Waschi, du kriegst niemals einen Führerschein, dafür werde ich sorgen. Oder Olli bringt dir das Fahren bei. Sinnlos. Doch. Waschi lernt das nie. Wow, alles kann man umfahren, nur die Ampel nicht. Ne, die Ampel kann man nicht umfahren. Ah, hier vorne steht der Makler. Monatliche Pacht von 10.000, mein Gott, wird das jetzt teuer.
Tada, unser neues Firmengelände. Hurra. Nico's Roughnecks. Hurra. Jetzt können wir bessere, lukrative Aufträge annehmen, hoffe ich. Boah, viel zu groß für eure drei Autos. Ja, ich hole jetzt erstmal alle Fahrzeuge hierher, Fuhrpark. Das müsste alles hier rumstehen. Nein. Nee, warum stehst du denn jetzt im Dorf? Muss ja schon erst nochmal mit dem Typen, ja, aber uns gehört das noch nicht ganz. Was soll denn Typen? Ja, du bist stolz auf mich, super, ich bin auch stolz auf mich. War er denn in der Stadt? Ich fahre die jetzt nicht, ich hol die her. Kannst du knicken? Ich hoffe nur, die kommen auch her. Nein, müssen die alle herfahren. Okay, dann nehme ich den Pritschenwagen mit Kran. Ja, dann. Obwohl, der war da, glaube ich, gar nicht bei, ne? Absechskimmer, kleiner Bagger und Pritschenwagen. Ne, die Standardfahrzeuge müssen hier hin. So kleiner Pritschenwagen. Bin ich jetzt hier Beifahrer oder was? Ne. Das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Warum muss ich jetzt die Fahrzeuge selbst dahin fahren? Mann. Ja, noch fahren wir ein bisschen. Ziehen gerade um, deswegen machen wir noch. Und dann wenigstens den Umzug über die Bühne kriegen. Alter, jetzt bin ich hier. Oh, eingeklemmt, fahr doch einfach, du Hupe, du. Oh ja, Stoßstangenkamera. Genau, wir müssen regelmäßig umziehen. So wie alle anderen Baufirmen das auch machen. Gläubiger dürfen wir uns nicht finden. La Familia findet euch überall. Nein, die finden uns nicht. Wir mieten uns bei denen immer Objekte, damit die uns nicht finden. Ja, richtig, Briefkastenfirmen. Ja, das beste Versteck ist immer direkt vor der Nase. Richtig. Ist aber nur den Bagger nicht hierher geholt. Ja, ich hab den schon aufgeladen. Also, hast nicht ein Fahrzeug dafür oder soll ich den Kipper holen? Nee, wir haben doch, ja. Achso, ja. Wow, was wird das denn? Da kriegt man mal wieder Lust, selber LKW zu fahren. Oh nein, da kommt er. Oh, was ist denn das für eine Scheiße, Mann?
So, morgen machen wir nichts, ne? Wir entscheiden das morgen spontan, war Olli. Jo, mal gucken, wenn wir Lust haben. Ja. Wir machen den Umzug jetzt noch fertig. Und morgen schauen wir mal. Morgen ist dann auf jeden Fall ohne David. Dann gucken wir mal, Olli bis dahin die Battlefield Beta runtergeladen hat. Ich hoffe es. Der Waschi auch. Ne. Der Waschi auch. Wie ne? Nein, ich bin viel zu schlecht in solchen Spielen. Ja, und? Weißt du, wir sind besser Mach oder nix. Was? Ja. Lass uns zusammen abnuben. Dann spielt halt der Chris mit. Und der ist voll der Pro. Chris reißt das raus, so rennst einfach Chris hinterher. Wow. Genau, Chris immer genug Punkte ab. Mach ich so, auch wie, so wie im Regenbogen-Sex, wie du da immer machst. Das ist auch mal Chris hinterher. Mit dem zweiten Fahrzeug auf dem Hof. Ja, ich lieg auf der Seite. Oh nee. Wow. Und port dich doch zum Baustoffhändler oder so. Geht nicht. Zum Fahrzeughändler. Ich liege auf der Seite. Deswegen brauchst du doch nicht fluchen, ist doch nicht so schlimm. Was, du konntest dich wohl jetzt. Ach ne. Ich stehe auf dem. auf dem. Hier, ne? Beim Verkäufer. Chef, Chef, wir haben ein Problem. Der Spiegel ist kaputt. Und der LKW liegt noch drauf. Das ist nicht so schlimm. So, dann komme ich jetzt dahin. Mit Anhänger kann ich mich leider nicht. Da komme ich zum Fahrzeug. Beim Fahrzeughändler eben warten. Fahrzeuge mit Anhänger kann man nicht porten. Hm. Ich komme. Ich erscheine. Ich bin gleich da. Ich fliege.
Na, ich habe geguckt, unsere Basis steht in Imperion noch. Ja. Naja, ist ja nur ein 2 Löcher. Ne, 3 Löcher. Deine Schweizer Käsebasis. Ne, so schlimm wird's ja nicht. Weil ich habe gesehen, wir können vorne Richtung andere Base gar keinen Hangar bauen. Warum nicht? Wenn du musst ja eine entsprechende Höhe machen, aber der Berg ist da nicht sehr hoch. Sind vielleicht 5 Blöcke hoch. Der Berg ist da um einiges niedriger. Ja, wir können aber auch weiter reingehen mit der Tür, ne? Naja, werden wir machen müssen auch. Die muss ja nicht gleich vorne am Anfang sein. Oh, danke, dass du da warst, Jaden. Jo, viel Spaß, Jaden. Mach's gut. Oh yeah. Was steht auch denn noch Nachtarbeit? Sixpack Bier wegkippen. Wow. Nee, ich muss morgen wieder raus. Nee, du musst morgen wieder raus. Was ist mit dir los? Arbeiten. Was war denn das denn? Einmal in der Woche oder was? Nee. Zweimal in der Woche. Ja, du bist jetzt kaum. Oder hattest du Urlaub? Ja, kack mich ein. Oh, da kommt ein Auto. Wo kommt das denn her? Gut, dann ziehen sie gleich nur noch eine Tüte und eine Wasserpfeife und dann... Ja, könnte ich jetzt auch gut ab. Wasserpfeife? Oh ja. Da kommt ein Bagger. Ah, mitten auf der Straße, stört ja keinen, ne? Hm. Rückwärts drauf an, ne? Genau. Schon schwer geradeaus zu fahren, ne? Hm. Da habt ihr gehört, die Wasserpfeife. Wir stempeln den Waschi jetzt als Kiffer. Ganz nein, das war eine Pfefferminz-Shisha. Pfefferminz-Shisha. Ja, das die, ist so eine. Die brennt zweimal. Nein, das ist noch so eine Wasserpfeife, so eine Pfeife, die er übrig hat vom Stubenkerl. Da sind wir in die Bäckerei gegangen und hat den Stubenkerl in die Pfeife geklaut. Deswegen gab es in den vielen Bäckereien keine Pfeife mehr zum Stubenkerl. Deswegen kauft man sich die Dinger doch. Oh ja, komm, wir machen Let's Play von Euro Truck Simulator. Mit oder ohne Mods? Was? Es gibt da noch keine Mods für, oder? Für Euro Truck. Was für Euro Truck? Die scheißen nicht zu mit Mods. Aber es gibt wahrscheinlich nur Kartenerweiterungen und andere Fahrzeuge. Nein. Ja, was willst du denn sonst einbauen? Du kannst direkt. Du hast mehr Lichter zum Verbauen. Boah. Du kannst hier besseres Chassis, bessere Motoren und sowas. Aber da ist der doof, da kann man nicht zusammen eine Firma machen. Da arbeitet jeder nur für sich. Ja, eine Firma kannst du schon indirekt gründen, aber das bringt dir halt nicht. Weil es macht halt trotzdem jeder seins.
Hallo Vorarbeiter. Na endlich, uns gehört das Firmengelände. Wir haben die Fahrzeughalle freigeschaltet. Kannst du Anzahl der Baumaschinen über die Begrenzung der Verfügbaren hinaus erhöhen? Uiuiui. Uiuiuiui. Weil das hat länger gedauert als jede Baustelle, da haben wir niemand Geld für gekriegt. Aber jetzt kann ich alle meine Fahrzeuge hier parken, hoffe ich, sonst stehen sie gleich alle wieder im Dorf. Ah, jetzt stehen sie. Nein, die stehen da unten. Ja! Yay. Jetzt haben wir auch Warenlager. Da können wir ja auch Ware lagern hier. Ah, ein bisschen Grünes. Ja, hier können wir Sand und so lagern. Da oben können wir Materialien lagern. Oh Mann, so kommt das Spiel. Okay, wir haben Feierabend für heute. Die Nerds Breakdance noch eine Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal.